Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück im neuen Jahr in 2020 mit einer weiteren Folge Stranded Deep. Ich habe euch in der letzten Folge gar keinen guten Rutsch gewünscht, aber ich gehe fest davon aus, dass ihr gut reingekommen seid. Und jetzt muss ich hier nur das Boot irgendwie so anlegen, dass wir gut ausladen können. Wupp. Bumm. So. Segel einholen. Ja, herzlich willkommen im Jahr 2020. Für mich ist es noch 2019. Das Fass hat es überlebt. Es ist einmal unterwegs runtergekippt, weil wir hatten fieses Gewitter. Und es kam als Tipp, und das war am Ende der letzten Folge, hat jemand gesagt, warum hast du nicht die 3 Fässer an deinem Boot gebaut oder gar die 6 Fässer und dann einfach bei dir zu Hause abgelegt? Also wieder abgebaut. Dann wäre mindestens ein Fass übrig geblieben. Ja, das wäre smart, aber das wäre ungewöhnlich für meinen Kanal und viel zu überlegt. Nein, es war ein Spaß. Wäre natürlich richtig gewesen. Egal, wir haben ein Fass dabei und können uns hoffentlich hier so ein Hobusdorf machen. So ein Ach, guck mal hier, ich komme nach Hause und es ist schon Wasser angerichtet. Wie nett ist das denn? Das war eine holprige Fahrt, kann ich euch sagen. So. Ja, hier ist Essen drin. Das Essen würde ich aber fast... diese Notfallrationen würde ich eher dann am Boot lassen, so als wirklich Notfallrationen. Dann machen wir es mal so, dass wir hier das Fleisch... Not enough space in your inventory. Das ist aber auch jetzt... Jetzt wird es dunkel. Müssen wir direkt pennen, oder wie? Also, Projekt Leuchtturm. Ne? Dass wir hier einen Leuchtturm vielleicht hochziehen und das vom Weiten sehen, wäre eine schöne Baumaßnahme. Aber jetzt stelle ich erstmal mein Bett auf. Dann kann ich nämlich eine Runde schlafen gehen. Ja. Hör zu. Das Floß bleibt auch so da. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Speichern. Und direkt zum Beginn der Folge erstmal einschlafen. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Irgendwo im Nirgendwo. 5:30 ist es. Zeit von Frühstück. Und erstmal die Sachen abladen, wa? Laden wir erstmal die Kisten ab. Da muss ich jetzt gleich mal durchgucken. Und dann tausche ich das Essen aus, wie ich es vorhatte. Frosch im Hals. Komm raus, Frosch. So. Dann packen wir nämlich hier die Notfallrationen ein. Dann haben wir auf jeden Fall was, was nicht vergammelt. Und wir haben Wasser. Ne? Das Wasser ist auch voll. Sehr schön. Hier im Bau haben wir die Leuchtpistolen. Ja, die Leuchtpistolen. Ich weiß nicht, wozu sind die Leuchtpistolen in dem Spiel? Also gegen Haie helfen sie nichts. Klar, sie leuchten. Das ist mir schon klar. Und was haben wir noch? Ja, das Essen. Können wir uns jetzt eigentlich reinziehen? Ist das vergammelt? Licht natürlich nicht ohne Licht. Ich muss nochmal kurz an Land. Nicht, dass ich mir hier vergammeltes Fleisch reinziehe. Nö. Nö, geht. Haben wir nicht hier eine Essenskiste? Ja, hier. Packen wir das noch da rein. Und eins gibt's zum Frühstück. So, haben wir hier noch was auf dem Grill? Nee. Gut. Trinken. So, im wahren Leben auch mal was trinken. Kleinen Moment. Die ganze Zeit am Labern. Sehr schön. Sehr gut. Gut, dann laden wir mal Steinchen und den Rest ab und auch das restliche aus dem Boot. Wir müssen unsere Crafting Skills noch erhöhen, weil sonst können wir keinen Helikopter bauen. Den würde ich schon ganz gern noch sehen. Den Helikopter. So, dann gucken wir mal, welche Kisten wir hier mitnehmen. Zack. Das können wir so auspacken. Das ist Werkzeug, lasse ich einfach mal an Bord. Nein, die 3 Container sind ja alle noch leer. Was habe ich denn da gemacht auf der alten Insel? Die hätte ich ja noch schön mit Material vollpacken können. Och, ich... Dödel, ey. Okay, Zeit für uns noch... Ach Mann, da habe ich 3 leere Kisten. Ich dachte, die wären voll, ey. Ah, Minjas! Du Noob!
Ja, dann machen wir uns erstmal ein Regal. Ich glaube, in einer der Kisten hat mehr... Na, genau, hier. Machen wir uns erstmal ein paar Bretter, dass wir noch ein Regal zimmern können. Zack. Okay. So, wir brauchen 3 Bretter, ne? Oh. So. So. Und noch eins. Zack. Oh, nun ein Hammer. Ich glaube, wir hatten hier Werkzeuge um die Ecke rumliegen. Dann machen wir uns nämlich noch ein zweites Regal da rein in die Hütte. An die hatte ich alle rein. Hallo Wilson, moin, bin wieder zurück. Also Baumaterial für den Helikopter haben wir auf jeden Fall genügend, ne? Ein zweites Regal. Da. Kokosnuss beiseite. So. So, dann können wir nämlich Helikopterteile umbauen. Warte mal, dann müssen wir hier... Hier ist ja überall Helikopter, ne? Benzin und Bauteile. Jo. Was haben wir hier? Das gehört auch noch im Entferntesten dazu. Das eher nicht. Dann nehmen wir die raus. Warte mal. Ja, ist richtig. Machen die da rein. Und die Werkzeuge, die können wir auch hier reinmachen. Dann können wir nämlich hier die Kiste, müssen wir die gar nicht groß umsortieren. Wobei, wir sollten mal gucken, was wir für Bauteile haben. So. Also. Wir haben noch ein Ding, was aussieht, als wäre hier so ein Reifen dran. Da haben wir schon 4. Da geht's. Da geht er rein. Blech. Haben wir noch ein Blech? Dann könnte ich nämlich die Beplankung von meinem Schiff weitermachen. Nö. Sieht nicht so aus. Schade. Okay, das hat man soweit leer. Die 3 Kissen sind leer. Oh Gott. Schmerz, lass nach. So, dich nehmen wir mit. Die Sperre lassen wir hier und das lassen wir hier. Gut, dann haben wir es jetzt leer. Das heißt, wir haben Platz für... Ja, ich würde gerne hier eine Kiste runternehmen für 2 Kisten. So, jetzt ist die Frage, was steigert unseren Skill, dass wir endlich in Richtung 6 kommen? Also Richtung Stufe 6. So, hier können wir direkt Leder rausmachen. Tag 33 sind wir schon im Neujahr 2020. Ich hoffe echt, ihr hattet eine gute Weihnachtsfeier, Silvesterfeier. Moment. Bevor ich alles verdepper, brauchte man nicht irgendwo auch normales Leder für irgendwas? Nicht, dass ich jetzt alles umwandle und dann da. Nee, das ist Leder. Gab es nicht irgendein Bauteil, wo man normales Leder brauchte? Nee. Nee. Da. Für die 2. Toolbelt. Das Problem bei diesem Werkzeuggürtel ist einfach folgendes, dass es keinen Sinn macht, weil der Werkzeuggürtel gibt einem nur praktisch den Slot, um das Werkzeug schnell aus dem Gürtel zu ziehen. Es nimmt nicht das Werkzeug aus dem Inventar. Ja gut, beim Bauen glaube ich auch eher nicht. Oder brauchen wir hier vielleicht ein normales Stück Leder? Wir sind auf jeden Fall noch nicht Level 6. Was wir natürlich ausprobieren könnten, wir könnten einen Außenborder bauen für unser Floß. Ne, dass wir einen Außenborder bauen, das gibt vielleicht dann Construction nach oben. Oder alternativ können wir Teile vom Floß abbauen und wieder aufbauen. Weil ich denke mal, wir sind ja hier im Baubereich. Das heißt, alles, was wir hier bauen, müsste eigentlich unser Bauskill steigern. Und ich meine, das Floß ist so schlecht zu steuern, finde ich jetzt persönlich im Moment, dass wir vielleicht den vorderen Teil wieder abnehmen. Hm.
Das ist eine gute Frage. Weil ich würde schon ganz gern in diesen Skill-Bereich reinkommen. Ich heb mal das Leder auf. Nicht, dass wir das vielleicht doch noch irgendwie brauchen, dann ärgere ich mich. So, hier ist Essen, da sind Werkzeuge. Boah, wir haben so ein Durcheinander hier drin. Ja. Dann machen wir das hier rein. Da haben wir ja noch Rohleder. Das passt nicht rein. Hahaha. Ha, ha, ha. Ja, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Ich würde sagen, dann bauen wir jetzt erstmal Sachen, bevor wir die ganze Zeit aussortieren. Legen wir die Planen zusammen. Und das Brett können wir hier vorne hinlegen, wa? Die zwei. Und das Ding war leer. Dann haben wir schon mal eine Kiste wieder leer. Dann machen wir jetzt erstmal den Hobo-Stove. Zack. So, was haben wir denn hier? Die ist leer. Dann packen wir die hinten hin. Dann haben wir noch Platz für eine Kiste. Weil die anderen beiden würde ich gerne allein wegen der Sicht freilassen. Sonst hätte ich mir das ja sparen können mit dem anderen bauen. So, dann bauen wir mal den Ofen. Was brauchen wir, um diesen Ofen zu bauen? Das müsste hier bei dem Survival-Bereich sein, ne? Da. Da brauchen wir ein normales Feuer. Und eine Tonne. Das heißt, ein normales Feuer haben wir gar nicht mehr, ne? Wir haben ja nur den Smoker. Kriegen wir das hier noch dazwischen? Das wäre natürlich top. Optimal, ne. Ich glaube, wir haben hier in einer Kiste haben wir Steine. Ja. Ah, ne, passt nicht mehr rein. Schade. Warte mal. Nehmen wir das mal weg. Hä? What? Spiel kaputt. Ach, wir müssen erst das Lagerfeuer machen. Alles klar. So, dann machen wir doch erst ein Lagerfeuer. Ich hoffe, ich kriege das so positioniert. Was haben wir noch Platz? Warte mal. Wieso habe ich den ganzen Kram eigentlich wieder einstecken? Ich bin so zugemüllt, ey. Lagerfeuer machen wir aus Stöckchen, wa? 1, 2, 3, 4 nehmen wir mal mit. So. Da. Kriegen wir das hier in die Mitte? Bitte lass das hier hinpassen. Das wäre irgendwie richtig geil. Okay, und das Fass. Wo habe ich das Fass gelagert? Komm, mit Fass. So, angucken. Kann man das drehen? Ah, nice. Ja, kann man machen. Kann man anbieten. Oh, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Sehr schön. Wo ist denn der andere? Da. Da ist der andere anzunennen. Ja, hätte ich das Ding vielleicht auch drehen können, ne? Den Smoker. Okay, wir bauen den nochmal um. Sonst komme ich da gar nicht mehr dran. Eieieiei. Ja, das mit dem Fässer. Ah. Das andere waren nur Fake-Stöcke. Was kostet uns denn der Smoker? Was brauchen wir denn da? Eigentlich haben wir alles. So, genau. So. Jetzt schmokt er in die richtige Richtung. Sehr schön. Jetzt können wir hier räuchern, hier können wir grillen. Haben wir das auch gebaut, sehr schön. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir das Floß wieder kürzen. Weil eigentlich ist es, also meines Erachtens ist es so, dass wir durch die Kisten einen Schwerpunkt nach hinten haben. Und meines Erachtens würde es Sinn machen, dass wir hinten dran noch was bauen. Weil da haben wir die Reihe hier vorne und dass wir hinten dran nochmal eine Reihe vielleicht sogar zubauen, weil eigentlich brauchen wir das ja nicht, ne? Dass wir hier beplanken. Das mache ich jetzt. Das wird umgebaut.
Was? Can't destroy. Another crafted item. What? Was kann ich nicht? Ein anderes Item. Vielleicht der? Bauen wir die mal auseinander. Ah, guck mal, zwei Fässer bleiben übrig. Bei so einer Geschichte. Okay. Ich würde den Deckel gerne abnehmen. Wieso kann ich das nicht abbauen? Willst du mich verarschen spielen? Kann nicht zerstört werden, weil ein anderes davon abhängt. Verstehe ich. Kann ich bitte erst das oben... Nee, ich schlag ins Leere. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Wieso kann ich das nicht abnehmen? Ich muss doch irgendwie mein Floß wieder umbauen können. Hilfe! Es ist doch... What? Hier, warte mal. Raft Floor. Der hängt... Den kann ich nicht abbauen. Warum? Barrel Raft? Barrel? Ne, geht auch nicht. Raft Floor kann ich beides nicht abbauen. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich schlag jetzt mal ins Leere. Nee. Da passiert nichts. Ach, das kann doch nicht sein. Ja, mir ist schon klar, dass ich nicht vielleicht die Schwimmkörper abbauen kann. Aber das muss doch andersrum gehen. Hier, Raft Floor. Genau, wir schieben es mal raus. Ist das Segel drin? Das Segel ist drin. Wir schieben es mal aufs Wasser. Nicht, dass das irgendwie daran hängt. Muss ja einen Grund haben. Ach, leck mich! Das funktioniert nicht. Guck, jetzt bin ich hier oben. Nein, ich kann es nicht abbauen. Na, geil. Hammer abbauen. Was, you need to cool down? Na gut, dann geh mal schwimmen. Klingt das auch, wenn ich im Wasser stehe? Da geht's hoch. Ach, was dumm. Was blöd. Okay, ich mache jetzt erstmal das Inventar leer. Und dann nehme ich mir die Spitzhacke und tauche ein bisschen nach Lehm. Ach, das ist jetzt blöd. Jetzt kriege ich das vorne nicht mehr ab. Das Spiel mag mich nicht. So. Und bevor hier der ganze Kram verschwindet. Wo ist denn das Seil hin? Wo ist denn das Seil hin? Hier war doch ein Seil, oder habe ich das aufgenommen? Na ja, super. So. Bevor das hier alles despawnt, bringen wir das mal schnell rein. Ach, wie ärgerlich. Okay. Wir können jetzt nicht nochmal einen Schwimmkörper dran bauen, weil es einfach nicht ausreicht. Und den hier, den können wir mal ins Meer werfen. Also mit zwei Fässern können wir keinen Schwimmkörper mehr aufbauen. Jetzt habe ich die Seile und das Leder hier gelassen. Minja, was ist denn los? Ja, 2020 finde ich so gut an, ne? So konzentrationstechnisch schwierig. So, da sind auch schon vier. Mist. Das ist auch schon voll. Hm. Haben wir denn noch irgendwo Platz für Seile? Weil wir hier sind, wir haben doch auch viele Sachen doppelt. Das hier zum Beispiel.
den Labeler. Stimmt, da könnte ich auch mal beschriften, ne? Hat jemand gesagt, ich könnte mal meine Kisten beschriften. Das ist natürlich auch eine schicke Maßnahme. Was haben wir denn hier noch drin? Da ist nichts mehr drin. Da sind noch drei Baumstämme drin. Und hier ist einmal Tape und einmal was zum Atmen. Und Tape war doch auch hier irgendwo, oder? Aber ich bin dafür, dass das Tape da oben hinkommt. Und aus den anderen Kisten raus. So. Leer, leer, mit. So, Moment, das war schon voll, oder? Das Floß. Ne, eine geht noch hin. Sehr gut. Ja, ein bisschen blöd, dass ich das nicht abbauen kann. Ich habe auch keine Ahnung, warum, aber... Schwächeanfall. Dem ist so. Gut, den Rest lassen wir so. So, wir haben auch nicht mehr genügend anderes Auftriebsmaterial, um dann noch einen Schwimmkörper dran zu bauen. Das ist natürlich richtig doof. So, jetzt haben wir hier drin auf jeden Fall genügend Platz. Tja, dann würde ich sagen, bauen wir zum Abschluss dieser Folge den Außenborder. Da brauchen wir, was brauchen wir denn dazu? Habe ich noch einstecken? Sehr gut. Jetzt hör doch mal auf zu brummen. So, Außenborder. Dann können wir damit eventuell unseren Construction Skill hochnehmen. Batterie. Vergaser, Motor, Klebeband. Oh Gott, ist das viel. Oh, wo ist denn das? Wie bin ich da drauf gekommen? F1? Ah, okay. Ist aus. Ah, Minjas. So, Wilson hat geschwebt. Wilson ist fake, nur dass ihr das wisst. Ach, Minjas, das ist schwierig. Ich glaube, wir haben eh nicht genügend Platz, ne? Zack. Wilson ist ein Geist, ja. So, eigentlich wollte ich ja tauchen gehen. Jetzt ist aber die Sonne schon wieder unter. Deswegen würde ich ganz gerne das noch bauen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen mindestens 5 Teile, ne? Das heißt, wir können auch die Pickaxe erstmal hier lassen. Und wir brauchen die Axt nicht unbedingt. Dann haben wir nämlich den Platz. Also. Sowas brauchen wir. Sowas im Zweifelsfall. Die Gyrokopter brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Batterie. Einen Motor. Motoren haben wir gar nicht so viele, ne? Wenn wir jetzt den verbauen. Wir haben nur einen Motor. Gut, wir könnten eventuell abbauen. Den Motor. Dass wir den dann wieder zerstören. Aber es ist wahrscheinlich jetzt auch wieder so eine smarte Idee, wie mit dem Schwimmkörpern abbauen. So, wir haben alles. Jetzt ist nur die Frage, wo kleben wir das dran? Da geht's nicht, weil wir da keine Planke haben. Ah, das geht hier dran. Na dann. Ist zwar ein bisschen doof zu bieten. Oh, warte mal. Oh Gott, das war, glaube ich, jetzt ein Fehler. Wo ist mein Bett? Moment, ich gehe jetzt ins Bett. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt schlafen. Der Tag lief nicht so gut. War ein bisschen Aussortiererei. Wir haben so ein Hobosdorf gebaut. Und, ne? Ich gehe jetzt einfach schlafen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wir speichern ab. Und gute Nacht. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Schönes Jahr 2020 wünsche ich euch. Bis dahin. Tschüss.